Einen Boxenstopp gibt es bei Motorradrennen nur in der sogenannten Langstrecken-WM, auch genannt EWC für Endurance World Championship. In diesem Video soll es darum gehen, dass sich ein BMW-Team, also eigentlich das Werks-BMW-Team, um Markus Reiterberger in Belgien auf der Rennstrecke in Spa begleite. Herzlich willkommen aus der Rennstrecke hier in Belgien und zwar, um genau zu sein, in Spa. Ich befinde mich hier beim EWC 8-Stunden-Rennen, also bei der Langstrecken-WM. Und ich darf heute das BMW-Team mit Markus Reiterberger begleiten und ihn mal ein paar wirklich explizite Fragen stellen, wie man denn eigentlich so ein Langstreckenrennen macht. Speziell jetzt hier die 8 Stunden. Es gibt natürlich auch die 24 Stunden von Le Mans zum Beispiel. Aber da gibt es natürlich interessante Dinge, wie zum Beispiel, welche Reifen nutzen Sie, welche Mischungen nutzen Sie, wie stellen Sie das Motorrad auf den Fahrer ein, weil es natürlich 3 Fahrer auf einem Motorrad gleichzeitig sind. Und vor allem, wie kommt denn eigentlich ein Fahrer über diese Distanz? Und das schauen wir uns gemeinsam an. Und ich würde sagen, kommt so mit mir mit. Das ist ein extrem spannendes Thema, auch wenn ich das schon ein paar Mal gesehen habe. Das ist Nervenkitzel pur, hier ist eine Atmosphäre, da brodelt richtig die Küche, bleibt dran, bis gleich. Ja, hier sieht man jetzt schön den Aufbau der Box, sieht natürlich mega professionell aus, genauso professionell arbeiten die Jungs auch. Dieses BMW-Team kommt ursprünglich aus Belgien, das heißt für die ist das ein Heimrennen. Die Rennstrecke Spa in Belgien ist natürlich extrem speziell. Erstens wahnsinnig schnell, zum einen auch wahnsinnig lang, das heißt die Rundenzeiten sind relativ lang, um 2 Minuten 20. Von dem her ist das sehr fordernd. Du hast alle möglichen Facetten einer Rennstrecke dabei, enge Kurven, schnelle Kurven, Bergauf-, Bergab-Passagen, hängende Kurven, Kurven mit sogenannten Banking, also Kompressionen und so weiter. Hier sehen wir das Team jetzt die Motorräder vorbereiten für das bevorstehende Qualifying. Das heißt, im Qualifying müssen sich die Fahrer qualifizieren für den Startplatz des darauf folgenden Rennens. So, jetzt bin ich hier bei Dunlop und habe mal den Wim an meiner Seite. Wim ist Motorsportchef von Dunlop und den stelle ich jetzt mal ein paar Fragen, wie denn das Ganze eigentlich so abläuft. Wim, thanks for the interview. We have, I would say, perfect condition at Spa with maybe 20 degrees air temperature and 30-35 asphalt. What tires are the most teams are choosing for these conditions? In these conditions we use in the front KR 109 MS3 and MS2 KR 108 for the rear. This is what 90% of the teams are using. Because of the temperature, now we have best conditions, I would say, but the race is in reality a long distance race and we will go until the night, so it's getting a bit colder, it's getting a bit maybe less sun in the evening. What will happen with the track temperature and what will happen with the tire? So of course when the sun is going down, the track temperature will go down as well. And we are lucky with Dunlop because our tires have a big operating window, and knowing that some of the heat will still remain in the asphalt, this is helping us to keep on the same tire, to stay on the same tire. So, es gibt 3 Hersteller an Reifen, die EWC begleiten, und die meisten Teams fahren tatsächlich Dunlop. Und viele von euch, die so ein bisschen inside der ganzen Thematik sind, die fragen sich jetzt, gibt es da eigentlich Entwicklungsreifen oder Prototypen? Und ja, Dunlop verwendet zum Teil auf der Hinterachse Entwicklungsreifen. Das sind aber meistens Reifen, die dann 1-2 Jahre später sowieso in Form von irgendwelchen Mischungen auf den Markt kommen. Es gibt ja noch einen anderen Hersteller, der wirkliche, richtige Prototypen teilweise, die nie auf den Markt kommen werden, nutzt. Das ist hier nicht so. Speziell das Vorderrad ist auf jeden Fall das, was du kaufen kannst. Und das Hinterrad ist auch von der Performance her nicht viel weiter weg als das, was du kaufen kannst. So, hier sehen wir jetzt Markus Reiterberger, er bereitet sich vor auf das Qualifying. Man merkt, die Stimmung brodelt hier, er ist auch angespannt, man merkt, da ist ein bisschen so Anspannung drin. Also wie wenn er schon wusste, was gleich
bevorsteht. Denn das Qualifying, also das Qualifying 1 in dem Fall, sie haben zwei Qualifyings, das verlief nicht so, wie er sich das hätte erhofft. So, und jetzt geht's gleich los. Die warten da ein bisschen länger, bis sie rausfahren, so ein, zwei Minuten nach dem Öffnen der Boxengasse, um keinen Verkehr zu haben. So, jetzt gab es das Zeichen für Let's Go und somit nehmen die Mechaniker die Heizdecken ab auf den letzten Drücker, logischerweise, um maximale Temperatur in den Reifen zu halten. Hier kommen die Sticker runter und es wird auch schon der Gang eingelegt, wenn man es kurz gesehen hat. Dann wird mit der Kupplung rückwärts rausgeschoben, damit der Fahrer beim laufenden Motor nicht den Gang einlegen muss. So, und zack, bumm, geht's ins Qualifying und wer hätte es gedacht, er kam schneller zurück, als wir alle vermutet haben. So, es war natürlich Stress, der kam nicht mal eine Runde, hatte sofort irgendeinen technischen Defekt, musste teilweise schieben, ist dann hinterher gerannt, man sieht, er ist ein bisschen außer Puste mit dem offenen Lederkombi. Ja, servus Beland, ich bin rausgefahren auf dem Qualifying-Motorrad mit neuen Reifen gleich. Und in meiner ersten fliegenden Runde ist abrupt ausgegangen. Haben dann einen Schaden an der Benzinpumpe festgestellt. Hab den Kahn relativ schnell zurückgebracht und bin aufs Ersatzmotorrad gewechselt. Das leider nicht ganz so gut abgestimmt ist, meiner Meinung nach. Und bin dann aber immer nur 20-0 gefahren. Aber es fehlt natürlich weit. Aber momentan, glaube ich, sind wir Vierte in der Startaufstellung. Sind auch bloß 2 Meter noch vorne. Wichtig ist die Rennpace. Und wir haben noch ein Qualifying. Da werden wir dann bei kühleren Bedingungen auf alle Fälle nochmal angreifen. So, aufgrund der Defekts hatte er jetzt im Qualifying nur noch 5 Minuten eine Zeit zu schießen, mehr oder minder, und musste jetzt mit dem Ersatzmotorrad rausfahren. Da war natürlich wahnsinniger Stress. Und trotzdem hat er es aber geschafft, hier entspannt zu bleiben. Also speziell der Fahrer. Man hat gemerkt, er hat festgestellt, okay, es war jetzt nicht so gut. Nichtsdestotrotz Fokus auf die Rundenzeit und dann saßen natürlich alle gespannt in der Box und haben alle auf die Laptimes geguckt und geschaut, was passiert. Ja, und dann hatte er tatsächlich eine freie Runde von 2 und konnte dann sogar noch 2 Minuten 20 0 fahren. So, es war natürlich ein dementsprechendes kurzes Qualifying für ihn, was die Rundenzahl anbelangt. Jetzt kommen die Heizdecken hier gleich wieder drauf. Ich wollte noch ein bisschen hinfilmen, um den Reifen zu sehen. Das sieht natürlich Taco aus, speziell noch 2-3 Runden ist natürlich da nicht viel an Defekten zu sehen. Das wird jetzt natürlich trotzdem gleich von den Technikern alles kontrolliert und angesehen. Hier gibt es gleich das Gespräch mit dem Data-Ingenieur. Da schildert jetzt Markus seine Eindrücke vom Motorrad, wo er Probleme gehabt hat oder was vielleicht auch besser war oder schlechter war, je nachdem. Jetzt rechts sehen wir, dass die Reifen hier gleich wieder rauskommen und ins andere Motorrad reingesteckt wurden. Warum das gemacht wurde, kann ich zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht ganz beurteilen. So, da geht es jetzt hauptsächlich darum, dass Markus erklärt, wie sich das Motorrad verhalten hat, weil es kommen ja auch noch jetzt 2 weitere Fahrer vom Team, es sind ja immer 3 Fahrer, auf das Motorrad drauf. Was war los, Markus? Benzinpumpen. Irgendwas hat da nicht mehr pumpt. Hast du das Bike zurückschieben müssen? Oder? Ja, erstmal ja, bloß zum Wagen. Ah, okay. Also. Das ist weit, aber was war mit der Kiste? Sakrament. Wir sind noch vorgekommen, wenn ich entführt wäre. Es war jetzt ein Kasten, wo wir nichts mehr gesehen. Der ist gefahren wie Henker. Okay, jetzt hat der Gas gemacht. Aber das ist ein ganz großer Fan. Hat sich den Kahn aus dem Vorrat stehend aus. Faszinierend zum Sehen, wie du quasi innerhalb dieser Stresssituation kurzzeitig umswitchen an das Motorrad und dann hast du ja gerade noch irgendwie 5 Minuten Zeit gehabt und hast dann letztendlich die Zeit ausgeknallt. Was geht dir denn da im Kopf vor in dem Moment? Eigentlich ist das schon gegangen, wo ich das Motorrad unten zurückgeschoben habe. Zack, jetzt pressiert es, weil sonst entweder werden die Reifen kalt oder ich kriege das andere Motorrad nicht mehr rechtzeitig. Ja, aber ich habe dann eben neue Reifen, weil die anderen waren kalt. Und dann, mei, wenn du auf dem Motorrad sitzt und das Visier zu hast, dann ist es eigentlich immer so, dass dann
ja, dann bist du in deinem Tunnel, das funktioniert dann schon, aber das davor hat mir jetzt wenig ausgemacht, aber es war schon, wir haben schon ein bisschen laufen müssen, das hat mir auch nicht geschaut. So, und dann geht's für den zweiten Fahrer, für den Franzosen im Team in das Qualifying. Er hat sich auch gleich relativ gut platziert, wir haben die Zeiten mitbeobachtet, ist hier in dem Verlauf Platz 3. Das Team schaut natürlich gespannt auf das, was passiert. Man beobachtet die Sektorenzeiten, wo jetzt zum Beispiel der beste Sektor von dem Team gefahren wurde, was mit Pink hinterlegt wird. Markus hat hier gleich noch eine kleine Anmerkung an mich gehabt. Das ist übrigens der Teamchef, der Werner Damon. Herr Meindl, kann ich mir die Akkreditierung sehen? Bitte. Musst du noch fahren? Dann ist die mir Wie ist es grundsätzlich mit der Abstimmung von so einem Motorrad? Das heißt, drei unterschiedliche Fahrer, wie sie nur sagen können. Ein Motorrad, drei Fahrer, ein Reifen, in dem Fall ein Dunlop. Wie macht ihr die Abstimmung bei dem Motorrad allgemein, damit jeder damit irgendwie schnell und zufrieden ist? Wie geht das überhaupt? Das ist schwierig zu sagen. Das hat sich, glaube ich, über die Zeit jetzt auch so ergeben, wie es jetzt ist. Es ist halt wichtig, dass man drei Fahrer hat, die vom Fahrstil her, von Körpergröße und Gewicht irgendwo im gleichen Rahmen sind und wo halt irgendwo ein bisschen ein Gas reinhauen. Und jetzt haben wir zum Glück drei Fahrer, wo wir innerhalb, ja, im schlimmsten Fall in einer Sekunde uns bewegen, was sehr wichtig ist. Und jeder hat irgendwo seine Vor- und Nachteile beim Fahren. Ich muss sehr viele Kompromisse in die Bremszonen eingehen, weil ich nochmal ein sehr harter Bremser bin. Das kann ich jetzt da nicht ganz nutzen, weil wir einfach nicht so harte Federn fahren können, weil die anderen zwei einfach mehr Kurvenmittelausgang fahren. Aber für mich ist das perfekt, für Nilia ist das perfekt, für den Controlli wahrscheinlich auch nicht. Aber wir sind alle drei irgendwie schnell damit und das ist das Wichtigste. Okay. Und man muss ja halt irgendwo Kompromisse eingehen, das ist halt Teamsport, das ist eigentlich das, was Langsteck ausmacht. So, und damit geht es jetzt in das Qualifying für den Ilja Michalczyk. Kennen viele auch aus der IDM, der hier mit Markus Reiterberger zusammen die Langstrecken-WM bestreitet. Gleiches Prozedere, langes Warten, dann schnell Heizdecken runter, auf den letzten Drücker. Stehen daraus, erst Gang anlegen, man sieht es gleich wieder, ist schon drin, er muss die Kupplung ziehen, genau. Und dann geht's ab für den Ilja ins Qualifying. Wir haben jetzt ein 8-Stunden-Rennen. Gut, das ist jetzt kürzer als wie 24 Stunden. Ich meine, 24 Stunden ist natürlich das Krasseste überhaupt. Aber du hast natürlich verschiedene Bedingungen. Ihr startet jetzt morgen Mittag, ihr fahrt rein in den Abend. Das heißt, es wird kühler, es wird dunkler oder wie auch immer. Auch die Asphalttemperatur sinkt. Wie macht man das, was das Reifenmanagement anbelangt? Ihr habt ja verschiedene Mischungen zur Auswahl. Oder müsst ihr euch von Anfang an auf eine Mischung konzentrieren? Oder habt ihr die Möglichkeit, dass ihr sagt, hey, es wird jetzt kühler, der Reifen ist jetzt nicht mehr gut? Oder was macht ihr denn da? Ja, wir haben schon zig verschiedene Varianten an Reifen, die wir auswählen können. Wir haben aber halt auch ein bisschen Kontingent, mit dem wir haushalten müssen, weil sonst kann ja jeder einfach immer draufbauen, was er will. Wie gesagt, in Le Mans haben wir 2 Grad gehabt und sind gut zurechtgekommen mit den Reifen. Jetzt haben wir 20 Grad oder was. Das ist zwar ein gewisser Unterschied, aber wir haben zum Glück Reifen, die in den beiden Bereichen gut funktionieren. Und nicht jetzt bei 2 Grad gar nicht mehr und bei 20 schon. Also wir haben ein großes Spektrum, wo wir den Reifen nutzen können. Aber wir können schon ein bisschen dagegen steuern, sagen wir mal, wenn es jetzt wirklich sau heiß wird oder sau kalt. Dann müssen wir halt nicht nur mit dem Reifen selber, sondern auch mit Luftdruck ein bisschen gegenarbeiten. Aber es ist jetzt schon die Herausforderung. Es muss nicht nur über ein paar Runden schnell sein, sondern es muss wirklich eine Stunde sicher durchhalten und sicher konstant schnell sein. Weil du kannst da zwischendrin nicht einfach stehen bleiben und einen Luftdruck ändern. Ja. Oder einen Reifen, kannst du schon, aber kostet eine Abfahrtzeit. Deswegen musst du schon gut vorbereitet sein, aber das haben wir im Griff. So, ich bin jetzt hier beim BMW Werksteam in der Box. Das ist jetzt eins der Motorräder, mit der Markus Reiterberger quasi und sein Team mit Ilja Michalczyk und so weiter das Qualifying 1 schon absolviert haben. Qualifying 2 steht noch aus. Jetzt im Moment stehen da noch 2 Motorräder. Später, also morgen für das Rennen, steht da aber nur noch eins, beziehungsweise die dürfen für das Rennen ja auch nur ein Motorrad hernehmen, dürfen das Motorrad nicht tauschen. Ab dem Zeitpunkt, wo das Qualifying dann erledigt ist, muss
das zweite Motorrad weggenommen werden und wird mehr oder weniger abgedeckt, verplombt etc., sodass es quasi nicht mehr benutzt werden kann. Ansonsten seht ihr, die Reifen sind ausgebaut. Das schauen wir uns jetzt gleich noch hinten im Reifenregal an. Das liegt daran, dass sie die immer bis zum Schluss entscheiden, welche Reifenmischung das jetzt eingebaut oder benutzt wird für den jeweiligen Stint, weil natürlich sich die Bedingungen permanent in Form von Temperatur, Asphalttemperatur ändern. Sobald die Sonne mal wieder 10 Minuten weg ist, kann es sein, dass die Asphalttemperatur geringer wird und dementsprechend sind die da auf verschiedensten Wegen vorbereitet. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal zu dem Reifenregal, wie das da aufgebaut ist. So, da sind jetzt die ganzen Reifen vorbereitet. Wir müssen uns beeilen, damit da die Temperatur drinnen bleibt. Das sind die ganzen Vorderräder, das sind die ganzen Hinterräder. Es gibt verschiedene Mischungen und was hier auffällt, wir haben verschiedene Temperaturen. Schau mal her, hier haben wir verschiedene Temperaturen, speziell im Vorderrad. Da sieht man das nämlich sehr gut. Die Vorderräder sind aufgeheizt mit 80 Grad, das Hinterrad hier mit 110 und dieses Hinterrad mit 100. Das heißt, es sind verschiedene Mischungen mit verschiedenen Luftdrücken präpariert, um dann draußen auf der Strecke den perfekten Luftdruck zu haben. Das ist auch der Beweis dafür, dass man an der Vorderachse nicht mehr als 80 Grad braucht, weil wenn du den Vorderreifen mit 100 Grad aufheizen würdest, dann würde es sogar sein, dass der Reifen im Laufe des Stints wieder droppen würde. Dementsprechend wird der Luftdruck nach unten gehen. Dementsprechend würde das Feeling nicht über die Distanz gleich sein. Und genau aus dem Grund heizen die Hinterreifen mit mehr Temperatur als wie die Vorderreifen. Und den Reifen, den sie jetzt auf 110 Grad heizen, der hat jetzt im Moment nur 105, aber eigentlich sollte der 110 haben, der ist speziell für Markus Reiterberger gedacht, weil der Markus sehr aggressiv fährt und sehr viel Spin in den Reifen reinkriegt und dementsprechend muss die vortemperierte Einstellung und der dementsprechende Luftdruck dazu schon im Vornherein passen, damit draußen keine Schwankungen entstehen. Und das ist natürlich das Geheimnis, um über die Distanz, in dem Fall so lange wie der Tank hält beim Rennen, also 50 Minuten bis 60 Minuten, eine perfekt konstante Laptime hinzukriegen. Und das ist natürlich ein Geheimnis, was wir euch hier nur in dem Video preisgeben. Also, schauen wir weiter. In diesem Zelt hier drinnen, da geht es jetzt rein um Sprit. Also, das schaut recht komplex aus. Hier sind zwei Leute, die nur mit dem Thema Benzin beschäftigt sind. Und zwar geht es darum, quasi Maximum Performance in Form von Sprit rauszuholen. Also nicht um Leistung, sondern wie viel Sprit wird tatsächlich auf die Distanz gebraucht. Und das sind natürlich Unterschiede je nach Temperaturen, die draußen sind, Temperaturen vom Motorrad, Temperaturen von der Umgebung. Und die ändern den Verbrauch. Und das wird jeden Tankvorgang gewogen. Der Sprit wird quasi permanent gewogen. Und dann wird natürlich dementsprechend entschieden, wie viel Sprit quasi jetzt in diese Kanne reinkommt zum Tanken, beim Pitstop mehr oder minder. Also mit dieser Füllvorrichtung wird quasi das Motorrad betankt und da wird halt ganz genau ausgewogen, wie viel Sprit dann letztendlich in den Tank reinpasst und wie viel dann noch Rest drinnen bleibt. Und somit errechnen die quasi den Verbrauch. Und interessant ist auch zu sehen, wie so ein EWC-Tank aussieht. Philipp, wenn du mal ein bisschen näher kommen willst, das sieht man, ganz interessant finde ich, es geht ja quasi darum, so viel Sprit wie möglich zu transportieren und auf der anderen Seite natürlich aber auch ein gutes Gewichtsverhältnis zu haben. Und hier sieht man, dass der Tank quasi auf der hinteren Seite in diesen Heckrahmen hineingeht, um quasi Center of Gravity dementsprechend niedrig zu halten, obwohl man irgendwie wirklich verdammt viel Sprit dabei hat. Guys, how much liters is inside the tank? 24 liters, exactly. Okay. That's a lot. Ja. 24 Liter Sprit fährt quasi so ein EWC-Bike spazieren und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie schwer das im Sinne ist. Wer schon mal einen 25 Liter Tank getragen hat, der weiß, wie schwer das ist. Und dementsprechend ist es wichtig, dass quasi der Sprit so weit nach unten wie möglich verschwindet. Also höchst interessant, was die Jungs hier drinnen machen. So, und schon sind wir wieder zurück in der Box. Jetzt geht es gleich los ins zweite Qualifying. Das heißt, die Fahrer haben zweimal die Chance, sich zu qualifizieren mit ihrer Bestlap. Die Spannung geht nochmal hoch. Die Motoren werden nochmal warm gelaufen. Auch beide Motorräder wieder. Ne? Man weiß ja nicht, was passieren kann. Im Worst Case braucht man natürlich das Ersatzmotorrad, was fürs Qualifying ja noch möglich ist. Hier sieht man auch, dass ein extra Tank hier steht am Boden, weil der Haupttank in dem Fall noch nicht eingebaut war. Ist auch ganz interessant, damit sie quasi
den Sprit im befüllten Tank sparen oder so. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Oder dass man halt noch am Motorrad noch irgendwelche Änderungen machen kann. Also man sieht, die Stimmung ist locker, Zuschauer sind hier dabei und dürfen quasi am hinteren Ende der Box eintreten und zuschauen. Das ist in der EWC auch sehr offen. Macht es natürlich auch interessant, dass ihr euch das selber mal anseht, live in so einem Fall. Also das ist auf jeden Fall zu empfehlen, mal zu sehen. Muss man nicht immer und jedes Mal sehen, aber mal zu sehen ist schon nicht so schlecht. So, hier gab es das Zeichen für das Qualifying 2 für Markus Reiterberger. Erster Gang ist drin. So, hier haben wir in der Zwischenzeit einen schönen Ausblick auf das Paddock hier in Spa. Wir haben bestes Wetter, das Paddock ist stark befüllt, es ist echt Wahnsinn, wie viele LKWs hier da sind. Internationale Rennteams von der ganzen Welt, das ist schon sehr, sehr spektakulär. So, das ist mittlerweile Tag 2, beziehungsweise eigentlich der Renntag hier in Spa und wir haben perfekte Bedingungen. Jetzt hier fährt noch irgendeine niederländische Meisterschaft oder belgische Meisterschaft, hat nichts mit der EWC zu tun. Markus Reiterberger und sein BMW-Team sind qualifiziert für den Platz 4. Das heißt, sie starten auch vom Platz 4 heute beim 8-Stunden-Rennen im Le Mans-Start natürlich. Ich bin gespannt. Man könnte jetzt sagen, das ist gar nicht so wichtig, auf welchem Startplatz sie starten. Auf der anderen Seite ist zwischen den Top-Teams eigentlich immer ein Konkurrenzkampf, was die Pole-Position anbelangt. Die ist sehr begehrt. Das liegt daran, weil die Pole-Position nochmal extra 5 Punkte für die Meisterschaft mitbringt. Und am Ende des Jahres, jeder weiß es, können 5 Punkte natürlich entscheidend sein, um die Meisterschaft zu gewinnen oder eben auch nicht. Von dem her wird ein spannendes Rennen. Yard steht auf Platz 1 auf der Pole Position, wie gewohnt. Schauen wir mal, ob sie wegkommen. Schnell waren sie immer. Die Zeiten sind nicht stark unterschiedlich gewesen zwischen BMW und Yard. Yamaha haben im Qualifying so 1,2 Sekunden gefehlt. Das ist jetzt eigentlich schon eine Welt, würde man sagen. Allerdings auf so einer großen Strecke, da wo die Rundenzeiten im besten Fall bei Yard 2 Minuten 18,5 waren und bei BMW 2 Minuten 19,6. Ja, auf dieser großen Strecke, da würde ich jetzt mal sagen, da ist diese Sekunde jetzt gar nicht so extrem viel. Entscheidend wird sein, wie sich das Ganze über die Distanz auswirkt. Also wie viele Boxenstopp brauchen die Teams und am Ende des Tages entscheidet vielleicht auch ein Boxenstopp für eine bessere Platzierung oder wie auch immer. Ich bin gespannt. Es ist jetzt noch erst 10:30 vormittags. Wie gesagt, es ist ja noch ein anderes Rennen. Um 13 Uhr geht's ins Rennen und um 12 Uhr geht's auf das Starting Grid. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann am Grid auf der Startaufstellung, kurz vorm Start, vorm 8-Stunden-Rennen hier in Spa. Bis gleich. Sehr interessant bei der EWC ist auch, dass es vor der Startaufstellung, also vor dem Rennen, einen sogenannten Pitwalk gibt. Also sprich, die Zuschauer, die das gebucht haben, können in die Boxengasse gehen und sich von den Fahrern Autogrammkarten holen. Und das ist schon sehr cool. Wenn man bedenkt, da sind nur Profifahrer oder sehr, sehr viele wirklich sehr berühmte Profifahrer und du kannst einfach hier in die Pitlane gehen und kannst dir hier eine Autogrammkarte holen, ein Handshake, auch ein Selfie machen und so. Es geht natürlich alles. Hier sehen wir Markus, wie er hier rumkommt und sich um seine Fans kümmert. An dieser Stelle auch absolut den Hut ab vor den Fahrern. Das war jetzt ungefähr 1,5 Stunden, maximal 2 Stunden vorm Rennstart. Das heißt, eigentlich ist das schon Nervositätshochphase meiner Meinung nach. Und jetzt müssen die nochmal so entspannt sein und genau das hier liefern. Weil, nach Aussage von Markus Reiterberger, das gehört halt dazu. Und ja, das ist richtig. Nichtsdestotrotz ist das eine richtige Herausforderung, hier einfach cool zu bleiben. Und da merkt man einfach auch die Professionalität der Fahrer, was mich schon sehr, sehr stark fasziniert hat.
die Fans genießen das natürlich, dass auch die Fahrer so nahbar sind und auch so menschlich sind. Das ist das, was die EWC auch ausmacht. Vielleicht anders wie zur MotoGP, obwohl die Fahrer bei der MotoGP wahrscheinlich genauso sind. Allerdings das Fahrerlager ein anderes ist, der Aufbau ist anders, der Hintergrund ist anders. Bei der Langstrecken-WM ist das einfach schon immer Thema gewesen, dass das mehr familiärer ist, obwohl natürlich das Niveau trotzdem weltmeisterlich ist. Logischerweise, deswegen ist es die Langstrecken-WM. Hier sehen wir natürlich die ganzen Fans und Zuschauer, die natürlich viele Bilder machen. Die würden am liebsten die Motorräder anfassen und noch näher kommen. Das geht natürlich nicht aufgrund von Sicherheit. What do you think is the secret to bring a tire on this high level, what the best teams are doing, for example, to bring the tire over this long distance, especially the rear, when it comes to tire management, when it comes to tire pressure, when it comes to heating time and all this stuff, how sensible is it and what's the secret to go over this long distance? The secret is like you just mentioned, is the heating cycle. So you have to start with good quality tire warmers. This is crucial for the tire durability, and you need to respect all the, let's say, the advice from our track support engineers. And what we put on the website as a how can I say, as advice, is really, really important to respect that. And this also helps the tire to perform well, but also the durability is much longer when you respect this tire warmer procedure. And of course, the right pressure also comes into play. So, hier haben wir jetzt wirklich eine sehr, sehr interessante und wichtige Aussage von diesem Reifenmanager von Dunlop gehört, der auch das sagt, was ich immer wieder zu unseren Kunden auch sage, was es, wenn es um Temperaturen anbelangt, bei den Reifendrücke, wie wichtig das ist, die Heizphasen einzuhalten, mit den richtigen Temperaturen aufzuheizen, die richtigen Drücke zu fahren, das wirklich konsequent beachten. Das war das Erste, das der mir gesagt hat, als ich gefragt habe, wie behandelt man den Reifen so, dass er Maximum funktioniert. Also sehr interessant für euch auch. Hier sehen wir, ich bin draußen auf der Startaufstellung, also am Starting Grid, also auf der Startzielgeraden. Ne? Mit dem jeweiligen Ticket kam man nur raus. Ich durfte draußen sein, ich durfte filmen. Hier haben wir Florian Alt mit dem Vitali Sonderteam zum Beispiel. Hier vor haben wir Suzuki Cert gesehen. Die bereiten jetzt davor, wechseln nochmal Reifen. Das heißt, die fahren mit einem Reifen raus, den sie aber dann nochmal gleich wechseln, um quasi beim Start Maximum neue Reifen zu haben, logischerweise. Alle haben Notstromaggregate dabei, um die Heizdecken zu versorgen mit Strom. Markus Reiterberger hat quasi das Motorrad jetzt rausgefahren, auf die Strecke hier abgestellt, setzt sich hier nochmal eine ganze Stunde in den Schatten. Und und jetzt war natürlich die Frage hier bei dem ganzen Publicity, wie ist denn das Stresslevel für ihn jetzt als derjenige, der den Start machen muss? Und das fragen wir ihn jetzt gleich mal. So nervös ist jetzt so das, aber es wird dann schon noch. Aber wenn es bis jetzt so ist, ist es eh vorbei. Okay. Wenn es kurz der Countdown ist, dann wird es mehr heiß, aber... Wie ist jetzt da die Strategie, Start und alle durch die ersten Kurven durch, wie gestern vor? Ja, loslaufen, wenn der mit der Bahn schon zuckt, ist wichtig. So schnell wie möglich starten und wegfahren, aber die ersten Kurven muss man schon pushen, aber vorsichtig sein, weil ich schätze, dass wir dann bestimmt mindestens 5 Minuten oder länger ohne Reifen werden stehen. Da flachst du dann schneller. Also eher lieber auf Nummer sicher, kurz hochkommen. Ich glaube, die erste Runde musst du ein bisschen zurückhaltend sein, aber nicht zu so sehr, weil sonst ist das vielleicht ein Name. Geht's alle so. Merci. So, das ist natürlich eine sehr konservative Einstellung und auch eine sehr sichere Einstellung von Markus, und die finde ich auch sehr gut. Und auch für euch zu sehen, dass vielleicht so ein Profi wie Markus da schon eher auch ein bisschen zurückhaltend ist und sagt, hey, boah, wir stehen da ein bisschen eine Zeit ohne Reifen, wenn wir das ist gefährlich, alle wollen durch die erste Kurve durch. Wir müssen einfach ein bisschen zurückhaltend sein. Hier ist das Yamaha KM99-Team, das ist auch ein Dunlop-Team. Da kann ich aber so viel schon verraten, dass die leider relativ früh in der Rennphase gestürzt sind. Deswegen habe ich die nicht länger begleiten können, sonst hätte ich da auch mal vorbeigeschaut.
Die haben sich eigentlich auch gar nicht so schlecht qualifiziert. Ist auch ein sehr bekanntes Team da in Belgien. Hier haben wir natürlich die Klassiker Seat auf der Suzuki. Das ist natürlich eins der japanischen Team oder unter japanischer Unterstützung. So, jetzt hat er. Stehen wir auf der Startaufstellung und ich sehe jetzt, ich bin in der Box. Ich bin nicht draußen, sondern ich bin in der Box. Das liegt einfach daran, dass ich draußen nicht an die Mauer gehen durfte und nicht von der Nähe filmen durfte. Somit musste ich quasi hier in die Box gehen. Ist natürlich paradox, das zu sehen, was ihr zu Hause im Fernsehen gesehen habt über das Rennen, was ich jetzt von hier abfilmen muss. Aber ich kann euch eines sagen, die Anspannung in der Box und das Feeling, boah, das ist abgefahren. Das merkst du vielleicht am Video bestimmt nicht. Aber die Teams, da hat jeder Puls von 160, obwohl er nur steht oder sitzt. Und der Mann mit der Fahne hat jetzt gleich einen ziemlichen sich einen Spaß erlaubt gegenüber den Fahrern. Passt mal auf. So, der hat jetzt mit der Fahne gezuckt, ist aber nicht wirklich losgelaufen. Er hätte noch rechts rüberlaufen müssen, damit die anfangen dürfen zu starten, zu sprinten. Und jetzt hat er sie nochmal auf die Folter gespannt. Die Reifen werden nochmal kühler. Das ist Adrenalin. Und jetzt kommt erst der richtige Rush. So, und jetzt rennen alle wie verrückt. Aufs Moped drauf, so schnell wie möglich und wegkommen und irgendwie heile die erste Kurve überstehen. Und jetzt habe ich gedacht, Markus, geht's vielleicht langsam an, aber ich kann euch eins sagen, die ersten Runden des Rennens waren gleich wahnsinnig, wahnsinnig intensiv. Markus ist, glaube ich, gleich nach Kurve 1 auf Platz 3 gewesen und ist dann oben die Gegengerade hinauf nach der sogenannten Rouge an der Suzuki vorbeigefahren und war sofort auf Platz 2 in dem Fall, genau, hinter Yard. Hat sich da sofort vorgekämpft, die BMW geht auf der Geraden, muss man dazu sagen, wie Hölle, da hat keine einzige andere Marke eine Chance gehabt. Und ja, in dem Fall macht sich aber schon der nächste Fahrer eigentlich bereit, obwohl er eigentlich noch gar nicht dran ist, aber der muss schon ready sein. Sollte irgendwas passieren, sollte irgendwas der Fall sein, muss der bereit sein für einen Boxenstopp. Das heißt, der hat das Leder schon an, der ist schon angespannt, man sieht es am Gesichtsausdruck. Und jetzt geht es dann auch schon nach ungefähr 50 Minuten in den ersten Boxenstopp. Und die Jungs warten hier, bis Markus reinkommt. So, hier wird kurz gecheckt, ob jemand dem anderen was zu sagen hat, auf was aufpassen muss. In dem Fall war das alles Routine. Zweimal neue Reifen nach 15 Minuten, einmal neuen Tank und neuer Fahrer und los geht's. Und er hat das Bike auf Platz 3 übernommen. So, Markus sieht natürlich hier ein bisschen, ja, schon angespannt aus. Die Reifen, muss man dazu sagen, die haben natürlich jetzt in dem ersten Stint wahnsinnig stark gelitten. Das liegt daran, dass im ersten Turn einfach wahnsinniger Stress ist für den Reifen. Erst haben die ein bisschen Abkühlphase beim Start, beim Stehen. Dann kriegen sie direkt sofort ziemlich auf die Waffel in den ersten Kurvenrunden. Sehr aggressiv, auch sehr nervöse Fahreinheiten. Da haben auch die Teams, die Chefs von Dunlop quasi gesagt, dass die Reifen wahnsinnig stark belastet werden im ersten Stint. Man sieht es dem Reifen an, der sieht jetzt nicht mehr ganz frisch aus. Wohlgemerkt 50 Minuten. Wir sind aber hier in der Langstrecken-WM, also ihr könnt davon ausgehen, die haben das beste Material, was es gibt. Hier wird natürlich dann sofort besprochen, wie fühlt sich das Motorrad an, wie hältst du die Linie, wie bremsstabil, wie ist der Grip und so weiter und so fort. Ja, das war gleich ein extrem spannender Start. Die Zweikämpfe mit Yar zusammen, mit Suzuki, also die haben richtig gepusht. Man hat dann aber
aber gemerkt, dass Markus über die Runden, über die Distanz nicht den Speed mitgehen kann und dann sind sie jetzt zurückgefallen auf P4. Immer noch im Endeffekt im Fenster, dafür sind sie ein bisschen länger draußen geblieben, was das Thema Spritmanagement anbelangt. Vielleicht ist auch über die 8 Stunden Distanz das der entscheidende Faktor. Aber man merkt schon, dass vom Speed, was Yamaha gehen kann, boah, über die Distanz. Ja, sind wir gespannt, vielleicht kommt es einfach was im Petto, um noch was zu ändern, aber das glaube ich ist ein hartes Race für dich, auf jeden Fall. So, ich war dann in der Zwischenzeit auf der Strecke draußen und wollte ein paar Videoaufnahmen machen, bis mir aufgefallen ist, dass ich die BMW, die Nummer 37, leider nicht mehr gesehen habe. Das heißt, die hat auf einmal gefehlt und ich dachte mir so, nach 2-3 Runden habe ich sie jetzt nochmal übersehen. Und dann stehe ich an der Strecke und schaue währenddessen ins Live-Timing und sehe quasi, dass die BMW leider Gottes retired war, also sprich ausgeschieden ist. Es ist ein Sturz passiert mit der BMW. Sie haben das Motorrad zurückgebracht in die Box, haben die Sturzteile repariert und haben es nochmal versucht, waren dann zwischenzeitlich auf P18, hätten sich wieder zurückgekämpft oder wollten sich zurückkämpfen, haben aber relativ schnell aufgeben müssen, weil vermutlich durch den Sturz irgendwo eine Leckage öltechnischer Seite entstanden ist und somit das Rennen leider nicht mehr weitergeführt werden konnte. Auch durch etwaige Reparaturen hätte es nicht weitergeführt werden können. Von dem her mussten sie leider Gottes aufgeben. Also das heißt, das Rennen war dann irgendwo nach 3-4 Stunden vorbei für BMW. Das klingt sehr hart. Es ist letztendlich die Langstrecken-WM und das ist auch ein sehr hartes Race und jedes Team ist hier schon mal ausgeschieden. Von dem her muss man sagen, Kopf hoch an die Jungs. Die sind aber bestimmt beim nächsten Mal wieder am Start und dementsprechend stärker zurück. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle alles Beste und hoffe auch, dass ihr ein paar Einblicke und Infos, Know-hows mitbekommen habt, die ihr vielleicht so im normalen Fernsehen oder von anderen Kanälen aus diesen Bereichen eventuell nicht bekommen hättet. Deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das Video mit euren Freunden teilt, den YouTube-Kanal abonniert und wir uns beim nächsten Video vielleicht wiedersehen. Bis dahin und tschüss.